Schätzungsweise haben wir 60.000 bis 75.000 Ausstellungsstücke. Wir haben die aus dem Museum in Radebeul, es ist alles mit rübergegangen. Wir haben natürlich nicht alles hier in die Ausstellung gebracht. Wir haben selektiert, sodass wir nach Möglichkeit von allem ein, zwei Stück darstellen. Der Rest ist eingelagert. Ja, also die Themenwelten war uns auch sehr wichtig, dass wir doch die einzelnen Einheiten genau zeigen, wie es war in früherer Zeit, also in der DDR. Und ich denke, da findet sich auch der Besucher recht schnell wieder, indem er Dinge erkennt, beziehungsweise dann auch sagt, mein Gott, so war's, das hatte ich und genau so sah es bei mir zu Hause aus. Und dann folgt natürlich auch noch Bad. Die Wohneinrichtungen, die Wohnzimmer. Wir haben die Kinderzimmer. Wir haben aber auch die Post. Den Friseur. Als besonderes Highlight muss ich sagen, die Apotheke, die es in Radebeul nicht zu sehen gab. Da ein großer Dank an die Leihgeber dafür und ja, Camping. Direktorenzimmer mit Sekretariat davor, was es ja auch früher schon gab. Also da kann man sich schon gut überraschen lassen. Es gibt aus jeder Abteilung irgendwas, was einen besonders berührt, weil man damit in früherer Zeit den Kontakt hatte. Speziell für mich natürlich der Konsum. Wir haben eigentlich die große Vielfalt, die wir auch haben wollten. Es gibt viele Angebote noch von Dresdnern, die noch nachfragen, ob wir noch das ein oder andere brauchen. Also wir haben von Montag bis Sonntag geöffnet, es gibt also keinen Ruhetag. Von 10 bis 19 Uhr geöffnet, 18 Uhr ist der letzte Einlass.